Jo Freunde, was geht zum Aldi-Sortiment 2019-2020? Auch der Bestellschein dieses Jahr ist jetzt endlich draußen. Wieder für die holländische Grenze, da wird es regional wieder Unterschiede geben. Da komme ich später nochmal drauf. Ich bin gerade unterwegs, habe zwar Mikro alles mit, blöderweise aber kein Adapter für den Mac. Deshalb kann ich es nicht überspielen und muss das Ganze jetzt nochmal so aufnehmen. Das einmal kurz vorweg. Der Bestellschein, so wie ihr ihn hier seht, wird auch heute noch auf Instagram hochgeladen werden. Das heißt, unten Link in der Videobeschreibung. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, da wird er wieder hochgeladen werden. Einmal in der Story und dann nochmal geteilt als Beitrag, sodass er auch für jeden verfügbar sein wird. So Freunde, dann fangen wir auf der ersten Seite direkt mal an. Wir haben hier oben das Aldi Süd Label hier einmal, dann Mein Feuerwerk und Mein Fuhrwerk. Also einmal auf Holländisch, holländische Grenze, wie auch im letzten Jahr. Dann hier 2020 einmal draufgeschrieben, auch gleiches Design wie im letzten Jahr. Feuerwerksverkauf, Fuhrwerkverkauf, also holländisch auch nochmal dabei in unseren Filialen. Die sind hier betroffen und dann geht es auch direkt weiter auf den Bestellschein. Und da fangen wir direkt mal oben an. Da hat sich nämlich ein bisschen was getan. Wir haben hier oben einmal die Crown of Light. Das ist eine Neuheit dieses Jahr. Achtteilige, effektstarke Feuerwerksbatterie mit nur einer Zündung. Kenne ich nicht, habe ich auch noch nicht zugesehen. Soll eine Neuheit sein für 119 Euro, 304 Schuss. Je nachdem, wie die Schussfolge nachher sein wird, ob es langweilig wird oder nicht, könnten 119 Euro gerechtfertigt sein. Da sage ich jetzt noch nichts zu, weil ich es, wie gesagt, einfach noch nicht gesehen habe. Diese beiden Sternchen bedeuten hier, dass das Ganze nur in bestimmten Stores verfügbar sein wird. Das heißt, es wird regionale Unterschiede geben, was dieses Produkt betrifft. Gleiches gilt auch für den zweiten Artikel hier, das ist die Euphorica. Ebenfalls eine Neuheit, eine neunteilige Fächerbatterie. Und das ist die Vego Beat Mania, die kennen wir schon für 99,99 Euro. Die hat Heuler-Effekte, die Heuler werden dann zu Crackling-Wolken am Himmel, hat Feuertöpfe, ist in Fächer geschossen, also 99,99 finde ich da absolut in Ordnung, völlig gerechtfertigt. Ich finde, das ist eine schöne Batterie, 100 Euro ist natürlich eine Stange Geld. Und im Lidl gibt es natürlich starke Alternativen, wie beispielsweise Q-Magic, die wesentlich weniger kostet. Auf die würde ich fast schon eher ausweichen, aber für 99,99 betrachten wir nur diesen Artikel hier und dafür ist der eigentlich schon stark in Ordnung. Darunter direkt haben wir die Sky of Diamonds, vierteiliges Systemfeuerwerk für 49,99 €. Hat 152 Schuss, hat recht gute Zerleger, also ist ein ganz cooler Verbund mit Gold, Blinker, Multicolor-Effekt, da ist eigentlich alles dabei, für 50 Euro auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Darunter haben wir dann den Golden Kingdom, dreiteiliges Systemfeuerwerk, effektstarkes Knall- und Leuchtfeuerwerk für 29,99 €. Ist eine Neuheit aus dem Jahr 2017, hat ein paar Kometen, wenige kleine Zerleger, auch wenn es nur 29,99 € sind. Ich finde, das ist es absolut nicht wert. Ich würde den hier absolut nicht weiterempfehlen. Geht keine Kaufempfehlung raus, Freunde. Ich gehe das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller durch hier, weil das Aldi-Prospekt wird ja erst noch vorgestellt werden. Da kommen wir noch erst zu. Das ist jetzt lediglich der Bestellschein. Trotzdem wird das Ganze wahrscheinlich das Aldi-Sortiment werden dieses Jahr. So, dann haben wir hier die King & Queen. Mittlerweile schon fast ein Klassiker. Ich glaube, der King hat einen goldenen Effekt. Die Queen müsste einen Blinker-Effekt haben oder andersrum. Einer von beiden auf jeden Fall. Haben jeweils 450 Gramm Netto-Explosivmasse, sind damit fast an ihrem Limit, also insgesamt 900 Gramm haben wir in diesem kleinen Paket. Hier sind zwei Batterien im Pyromalt-Design. Schöne Effekte haben wir da am Start. Da geht auf jeden Fall eine Kaufempfehlung raus für 29,99 €, sprich nicht mal 15 Euro pro Batterie. Absolut in Ordnung, da jeder auch 36 Schuss hat. Also da geht eine Kaufempfehlung raus, Freunde, auf jeden Fall. Darunter haben wir dann den Dreamcatcher, nicht wirklich neu. Ich weiß nicht, warum hier neu an der Seite draufsteht. Vielleicht ist es so in dieser Region, ansonsten ist sie das eigentlich nicht. Ich finde die nicht so wirklich berauschend. Für 29,99 € würde ich tatsächlich eher auf die King & Queen zurückgreifen. Wie gesagt, die beiden hier oben und unten finde ich nicht so gut. Die King & Queen finde ich aber dafür sehr viel besser. Dann haben wir hier einmal das Ironheart, 24,99 €, kennt jeder, relativ klein. Ich mag es nicht ganz so gerne, auch wenn es 25 Euro kostet. Gleiches gilt für die Excalibur für 19,99 €. Ich finde es einfach langweilig. Wir haben ja Bombeneffekte dabei.
So, da muss ich die Aufnahme kurz einmal unterbrechen. Wie gesagt, Effektbombettenbatterie. Ich finde sie langweilig in der Schussfolge, relativ langsam. Für mich ist das so ein bisschen die Casino Royale aus dem Aldi. Ja. Dragonfire XXL Turbo Effektbatterie. Hat einen Fächereffekt, allein deswegen finde ich 20 Euro schon echt gerechtfertigt da. Ich finde die ganz gut. Völlig in Ordnung für 20 Euro. Kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Darunter haben wir dann die Dark Portal. Kennt mittlerweile eigentlich auch jeder, dreiteiliges Systemfeuerwerk. Ja, finde ich persönlich nicht ganz so gut. 18 Euro ist da nicht wirklich teuer, aber ich finde da andere Sachen einfach besser. Talisman. Da haben wir jetzt wieder eine Neuheit 2019-2020. Das ist eine Fischeffektbatterie. Ein absolutes Kaufmuss auf jeden Fall. Das ist für mich persönlich mein Highlight hier in diesem Prospekt, sage ich ganz ehrlich, das muss man auf jeden Fall mitnehmen für 18 Euro. Da habt ihr blaue Zerleger dabei, blaue Kronen mit Fischeffekt, richtig geiler Effekt. Nehmt euch die auf jeden Fall mit, wenn ihr die bekommt mit 20 Schuss. Mega geil, Freunde. So, Witchcraft, das überspringe ich jetzt mal ein bisschen, das kennt mittlerweile jeder. Sonst schaut euch das Video vom letzten Jahr an, da ist das gleiche nochmal drauf. Callisto, genau das gleiche, 12,99 kann man machen, ist halt ein geringes Budget. Ja, man braucht da nicht ganz so viel erwarten. Magical Sky finde ich ganz gut für 10 Euro. Wolfblood, Wolfblood ebenfalls für einen 10er absolut machbar. Screaming Grizzly 8,99 finde ich ein bisschen teuer. Gibt es bei vielen Märkten schon für 7,77. 8,88 ist sonst so ein Preis. 8,99 ist ein bisschen über dem, was es eigentlich immer kostet. Aber auch noch völlig in Ordnung. So, dann haben wir hier die Mystic Moments. 8,99 Euro. Multicolor Glitter Batterie. Finde ich auch, ist ein schöner Effekt. 9 Euro kann man sich mitnehmen. Und am Schluss nochmal die Black Knight, eine Raketenbatterie. Die hatte ich selber so noch nicht. Das ist aber auch eigentlich keine Raketenbatterie, wie es hier steht. Das ist ein Rüli praktisch mit 210 Schuss. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber nee. So, und dann zoomen wir hier einfach mal raus und gehen wieder auf die nächste Seite. Da gehen wir auch einmal schnell durch, da haben wir nämlich keine Neuheiten mehr. Da haben wir oben einmal die Parzival Marathon-Effekt-Batterie. Ja, ist einfach ein bisschen schneller geschossen, 72 Schuss. Finde ich nicht ganz so schön. Ich meine, das sind auch Kometen, die da geschossen werden. Also dieses Bild hier ist eigentlich nicht richtig, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Dann die Tristan für den 5er kann man mitnehmen, zum Warmschießen top geeignet. Artus wieder für 3,99. Da werden wieder viele Hater-Kommentare kommen, dass die 2,99 kosten soll, wieder ja. Die Kosten werden natürlich auch hier teurer, deswegen ist 3,99 hier gerechtfertigt. Aber auch im letzten Jahr habe ich das schon gesagt, für 3,99 spielt die Artus bzw. die Reno oder eben die Poison, so wird sie ja auch genannt, einfach in einer anderen Liga mit. Ja? Und für 3,99 gibt es Batterien, die wesentlich besser sind als die Artus. Deshalb finde ich die nicht mehr unbedingt erwähnenswert, sage ich mal, oder mitnahmepflichtig. Da gibt es bessere Sachen. Dann Magma Monster, die Vulkane kennt mittlerweile jeder, gibt es auch im Lidl, Merlin, ist praktisch die Pegasus, Triple Effect Fontänenbatterie für 2,99 jedes Jahr mit dabei, ganz klar, Proteus, genau das gleiche, schöne Fontänenbatterie, 2,99, ich persönlich finde die Merlin oder die Pegasus ein bisschen besser, aber hier hat man auf jeden Fall mal eine Abwechslung, wenn man sich mehrere mitnimmt, kann man sich beide mal mitnehmen, ich nehme meistens immer die Merlin mit und davon dann mehrere. So, Camelot, Lancelot, Ivanhoe, die Namen wurden ja alle mal umgeändert, die kennt aber alle noch, kennen die meisten von euch sicherlich noch. Viel Glück Raketen, das kann man noch erwähnen, das sind richtig coole Raketen, Neuheit aus dem letzten Jahr, fand ich mega gut, Testvideo wird auch noch online kommen. Ich habe da auch noch ein Set von hier, mega cool, Kaufempfehlung geht hier raus für 4,99, für 8,99, sorry. Schöne Goldraketen, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Supernova, ein schönes Sortiment mit verschiedenen Artikeln da drin. Ist auch eine schöne Mischung für 30 Euro machbar. Art of Light finde ich nicht ganz so schön. 10er zahlt man dafür, ist nicht ganz so viel. Aber als Familienmischung schon in Ordnung. Ich persönlich finde es ein bisschen langweilig. Für 10er würde ich mir persönlich was anderes kaufen. Aber für das, was es ist, ist das absolut gerechtfertigt. So, Braveheart nochmal. Ein kleines Jugendfeuerwerksortiment müsste das sein. Großes Knall- und Leuchtfeuerwerk. So, jetzt komme ich nicht aus dem Aldi Süd. Aber ich meine, das ist tatsächlich ein Jugendfeuerwerksortiment. So, Pyro Superstars ist auch ein Jugendfeuerwerksortiment, Party Fever, genau das gleiche, Big Bang. Habt ihr ein bisschen günstiger als das Dynamate Bag, beziehungsweise nicht das Dynamate Bag, das Dynamate Bag wäre es im Aldi Nord, sondern als das Lidl Sortiment. Dafür habt ihr hier ein bisschen weniger Auswahl für 1,99 Euro, ein absolut Top Sortiment. Ihr habt eine coole Mischung, ist jedes Jahr mit dabei. Thunder Cube auf jeden Fall auch, coole Kubis, kann man sich auf jeden Fall mitnehmen für 1,99 Euro, absoluter Preiskracher. Und Maxi Star Wunderkerzen ist eigentlich ein Standardartikel, habe ich auch jedes Jahr, gehört einfach zu Silvester irgendwie mit dazu.
So, hier unten noch ein paar Infos, wer sich die durchlesen möchte. Ansonsten bleibt gespannt auf das Prospekt. Das Video wird dazu auch noch irgendwann online kommen, wenn es dann demnächst mal online ist. Ich denke mal, das wird aber für ein Video gereicht haben und für eure Information ist das auf jeden Fall super. Wie gesagt, danke nochmal an die Leute, die mir das auf Instagram geschickt haben. Das selber hier habe ich jetzt von einem Kumpel geschickt bekommen, aber auch an alle, die mir das auf Instagram geschickt haben. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Hat mich nochmal motiviert, jetzt nochmal ein Video hier schnell auf kurze Zeit zu machen. Wie gesagt, ich bin gerade unterwegs. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Die Quali wird jetzt nicht ganz so gut sein wie im Studio. Allerdings würde ich sagen, passt das so. Und dann fange ich jetzt auch gar nicht mehr an, weiter groß zu labern, sondern bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.